So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Rot. Und wir sind hier noch in der zweiten Stadt. Ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt. Bin mir gar nicht so sicher. Ich schaue jetzt einfach mal auf die Karte. Wofür haben wir eine Karte? Ups, Entschuldigung. Natürlich zum Reinschauen. Wir sind in Vertania City. Wie in der Pokémon-Serie, glaube ich. So, ich werde mir jetzt erstmal mein Pokéball hochtun, damit ich nicht immer so klicken muss. Und in meinem Team sind bis jetzt Nidoran, Taubsi und ja, ihr wisst schon was. Glumanda. So, ich muss mal hier eben schauen. Naja, ich glaube, hier gibt es nichts Besonderes. Ich hole mir jetzt hier eben noch den Trank. Das wissen auch viele nicht, dass da einer ist. So, der Fettsack hat hier seinen Kaffee bekommen. Das ist immer das Problem, wenn man am Anfang nicht weiß, wo man hin muss und dann nicht das Paket abholt, dann versperrt der Typ hier einem den Weg. Aber naja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und ich glaube, hier geht es dann auch gleich in den Vertania-Wald, so heißt er, glaube ich. So, und da können wir uns gleich mal schauen, ob wir uns ein Käfer-Pokémon holen. Hast du was für uns? Verlaufen werde ich mich schon nicht, meine Kleine. Ich glaube, die andere hat auch nichts für mich. So. Meine Freunde und ich haben dich schon erwartet. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Wow. So, dann würde ich sagen, machen wir uns nochmal auf die Socken. Aber ich werde schauen, was werde ich als erstes leveln. Ich glaube, als erstes werde ich Glumanda leveln. Oder nee, was ist... Ich glaube Taubsi, ja. Taubsi ist gut. So. Verdammt, mir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du sollst immer genug Pokébälle bei dir haben. Und ich will nicht kämpfen. Schade. So, er will kämpfen. Hey, du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Yeah. Ich bin ja so gespannt, was du für Pokémon hast, Käfersammler. Also, ein Hoanlio. Das war ja irgendwie klar. So, los, Taubsi, Windstoß. Mach ihn fertig. Oh, Fadenschuss, diese unglaublich starke Attacke, schlug fehl. Naja. Damit wäre, ohne ein KP zu verlieren, dieser Kampf besiegt. Aber ich werde jetzt erstmal weiterkämpfen, ohne zu wechseln. Denn ich will auf Level 11 kommen. Ich weiß auch nicht, was es dann für eine neue Attacke lernt, aber ich glaube, Schnabel müsste jetzt demnächst kommen. Eine ziemlich gute Attacke eigentlich. Ja. Taubsi möchte ich außerdem auch haben wegen der VM Fliegen. Ist ziemlich nützlich. So, komm du. Willst doch auch kämpfen. Ja, ich habe mich ganz sicher an dir vorbeigestiehlt. Nee, auf jeden Fall. Sage ich auf jeden Fall zu viel auf jeden Fall. Oh, gleich Level 7 kommen sie. Also, das ist schon hart hier. Hardcore. So, heute habe ich echt mal Aufnehmertag. Ich nehme heute schon die ganze Zeit Pokémon auf. Also seit dem ersten Part. Und ich nehme heute noch Black Ops 2 auf. Und ich nehme heute noch Minecraft auf. Ja. Die drei Projekte, die ich gerade am Laufen habe. Und wir haben Level 11. Deshalb kann ich mein Pokémon auch wechseln, nämlich auf Glumanda. Oh Gott, ein Kokuna. Die haben natürlich ganz viele Chancen. Oh, verdammt, jetzt habe ich keine Glut eingesetzt. Naja, egal. Kokuna setzt Härtner, die einzige Attacke, die es beherrscht. Naja. Gegen Glut haben sie alle nichts zu sagen, weil das ist sehr effektiv. So, damit ist Glumanda auch Level 11. Und jetzt fehlt nur noch Nidoran. Deswegen kommt es natürlich auch gleich rein in den Kampf. Aber meine Nase ist so zu, das gibt's gar nicht. So, jetzt ist mal doch mal Hornattacke. Habe ich noch gar nicht eingesetzt. Aber ist doch schon ziemlich stark.
So, Giftstaffel. Ich hoffe, ich bin nicht vergiftet. Ah, oh, fuck. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Damit ist aber auf jeden Fall sein Tod besiegelt, weil ich nochmal die Verteidigung gesenkt habe von ihm. So, und wir können auch langsam mal Level 11 werden, aber naja, klappt halt nicht immer, so wie wir es wollen. Gut, dann werde ich mal eben den nochmal tauschen. Da, so richtig. Weiter geht's. Wo seid ihr, Gegner? Aua, ein Gegengift. Hätte ich mir gar nichts kaufen müssen. So, ich glaube, hier oben ist noch irgendwo einer. Oder auch nicht. Naja. Ist auf jeden Fall alles ziemlich verwinkelt. Na, egal. Auf jeden Fall. Da unten müsste noch einer sein. Oh Gott, Alter, wie viel man hier durchs Gras laufen muss. Das ist schon ziemlich übertrieben. Aber ich habe wieder mal Glück, dass mir wenige Pokémon begegnen. Das ist ja unglaublich, wie wenig mir heute begegnet. Aber hier unten habe ich noch ein Item gesehen. Oh, ein Trank. Trank kann man eben gebrauchen. Sehr schön. Ah, diese Musik macht irgendwie mit der Zeit aggressiv. Ich weiß nicht. Naja. Sehr schön. Ah. Warte mal, warum die Eile? Ach, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. So, ein Hornduel Level 9. Das ist genau das Richtige für Nidoran. Erstmal mit Tackle ein bisschen anschwächen. Den Giftstachel überleben. Ohne vergiftet zu werden und eine Hornattacke. So. Ach, verdammt. Egalo. Wir haben ja noch Tackle dabei. So. Ne, was ich machen wollte. In diesem Wald gibt es nämlich Pikachu zu finden. Ja. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal eine Pause, weil das ist sehr, sehr selten, dass man ein Pikachu findet. Und deshalb suche ich jetzt einfach mal ein bisschen rum und level dabei auch ein bisschen. Und deswegen sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Ja, hier ist auch schon ein Pikachu. Es hat mich jetzt ungefähr 5 Minuten gekostet. Mit Speed. Ich versuche jetzt einfach mal mit Tackle das ein bisschen anzuschwächen. Ach, komm. Fick. Ja, okay. Ich würde sagen, dann mache ich nochmal kurz eine Pause. Also, bis gleich, Leute. So, Versuch Nummer 2. Ich werde es mal mit einem anderen Pokémon versuchen. Eins, was vielleicht noch nicht so stark ist. Nämlich Taubsi. So. Okay, ist gut, dass es die Angriff senkt. Hier ist erstmal Windstoß. Ich hoffe, das überlebt. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist perfekt. Wir probieren es erstmal. Los, komm. Bitte, 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 bitte. Yeah, sehr schön. Ja, wir haben ein Pikachu gefangen. Es freut mich sehr. So, und wir haben einen neuen Eintrag im Pokédex. Pikachu. Nein. Möchte ich nicht. So, Leute. Damit werde ich jetzt auch erstmal, durch den Wald mich begeben. Ins nächste Pokécenter, weil meine Pokémon doch die meisten eigentlich ziemlich geschwächt sind. Selbst wenn es hier ein Gegner kommt, ich bin ziemlich gut gewappnet. So. Sehr schön. Also, mein Ding, ich habe jetzt mein Nidoran aus Versehen ziemlich weit gelevelt. Ich glaube, Level 14, 15 ist es jetzt schon. Naja, egal. Dann werde ich jetzt erstmal schnell noch, das war jetzt Speed-Taste. Ich werde jetzt nochmal eben mein Pikachu leveln. Ich muss mal eben schauen, was es überhaupt für ein Level ist. Ich glaube, Level 3 war es. Jupp. Das tauschen wir mal. Genau. So. Dann sehen wir uns gleich wieder. Tut mir leid, dass ich zu viele Pausen mache, aber ich glaube nicht, dass ihr das sehen wollt, wie ich einen Pokémon von Level 3 auf Level 11 level. Naja, auf jeden Fall bis gleich. Ja, und da sind wir auch wieder. Ich habe jetzt meinen Pikachu auf Level 11, 11, 11, 14. So kann es eigentlich bleiben. Ich werde jetzt aber meinen Glumanda mal eben
vormachen. Denn ich möchte es jetzt langsam auch mal entwickeln, sich entwickeln lassen. Und wir schauen uns mal eben im Dorf um, wenn meine Tastatur nicht hängen würde. So, was gibt's denn in diesem Haus zu sehen? So, ein Fettklops. Oh, das ist mir klar. Ja, okay, nur unnötige Information. Sorry, ich muss das kurz überspringen, weil das regt mich nur auf. So. Okay, ich glaube, der hat auch keine wichtige Information für uns. Ach Gott. Also, was ist denn hier? Du bist Trainer? Rocco ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderern. Folge mir. Na klaro. So, Rocco macht dich bereit für eine Lektion, die sich gewaschen hat. So. Wenn du genug Mumm hast, dann versuche dich an Rocco. Ja, ich glaube, ich habe schon ordentlich Mumm. Wie ist denn der jetzt hier weggekommen? Naja, egal. So. Ja, ich glaube, den besiege ich mal eben. Ich muss nur schauen, wie ich meine Taktik mache. Ich glaube, das sind hier Typ Stein-Pokémon. Zu einem Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mir euch den Weg-Erfolg zeigen. Ja, ist klar, kannst du. Spitze der Pokémon-Liste kämpft als erstes. Wenn du die Reihenfolge der Pokémon änderst, könntest du Kämpfe leichter werden. Okay, da gibt es uns keine Tipps. Leitung Rocco. Bisherige Spieler Gary. Okay. Nee, ich glaube, ich werde mir erstmal mein. Gegen Stein ist. Ja, ich tu mal meinen Taubs hier rein. Mal schauen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das sehr effektiv ist, aber naja. Werden wir sehen. So. Na du. Pfadfinder. Okay, ein Dickter. Ich würde sagen, wir setzen jetzt einfach mal einen Windstoß. Okay, das ist auch Level 11. Also hat sich Trainieren schon gelohnt. Aber ich glaube, hätte ich das nicht übersprungen, das Trainieren, dann wären wir jetzt, glaube ich, schon bei Part 10 oder so. So, Taubsi ist auch schon Level 12. Sehr schön. Lernt Ruckzuckieb, das ist auch sehr schön. Es hat noch einen Sandern dabei. Ich wechsle mal zu Pikachu. Na, ja, das war jetzt. Ja, muss ich mal schauen. Ich hoffe. Ja, toll, genau, das habe ich befürchtet. Genau, das war scheiße. Dann eben zu Glumanda. So. Komm, Glumanda. Mach's fertig. Ja, das war natürlich jetzt nicht sehr effektiv. Glut ist natürlich eine Stärke. Ach komm, leck mich am Arsch. Sack mit deinem Sandwirbel da. Ey Gott, kannst du nichts anderes außer Sandwirbel? Ich glaube nicht. Naja, also. Ich glaube, jetzt eine Glutattacke dürfte noch reichen. Dürfte reichen. Ja, das ist immer so eine Sache bei Pokémon. Ich kann jetzt auch nichts anderes machen. Ja, toll. Komm jetzt. Ja, sehr schön. Damit wäre dann Glumanda auch schon Level 12. Und ich habe Pfadfinder sie besiegt. So, ich werde es mich mal an Rocco probieren. Ich glaube, ich muss ihn eigentlich besiegen beim ersten Mal. Weil ich ja doch noch gute Reserven habe. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt zu faul, noch mal ins Pokécenter zu rennen. Deswegen machen wir es einfach mal so. So. Rock möchte kämpfen. Ich auch. So, Kleinstein. Der wäre jetzt natürlich ein Wasser-Pokémon interessant. Aber wir machen jetzt einfach mal Ruckzuckhieb. Aber das wird nicht sehr viel abziehen. Ja, sehr schön. Windstoß. Naja, Volltreffer. Ich würde sagen, ich muss jetzt mal. Na, ich versuche ihm jetzt einfach so viel abzuziehen, wie es jetzt geht. Ja, ich hasse diesen Ton, dieses Düdüm, Düdüm. Wenn ein Pokémon fast besiegt ist. Ach, verdammt.
So. Ja, das ist jetzt natürlich... Ich werde jetzt noch ganz viele Sandwirbel setzen. Damit... Ja, okay. Außer er macht das. So, mein Pikachu brauche ich nicht einsetzen. Ich werde jetzt erstmal meinen Glumanda einsetzen. So, ich hoffe, das kann was reißen. So, komm jetzt. Ja, sehr schön. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist, zieht es doch mehr ab. Als, ja. Windstoß. So, komm jetzt. Oh Gott, noch ein Angriff, noch ein Angriff. Ja, verdammt. Ach, Leute. Ja, sehr schön. Damit müsste Glumanda auch Level Up sein. Oder auch nicht. Tja, Onyx ist sehr schwer zu besiegen. Aber ich versuche es jetzt einfach mal mit Glut. Ihn ein bisschen zu schwächen. Okay, Geduld. Also er bereitet sich vor auf einen noch stärkeren Angriff. Das heißt, ich kann ihn schon mal ein bisschen schwächen. Gut, das war's dann auch mit Glumanda. Ich mache jetzt noch kurz einen taktischen Zug. Ich versuche ihn zu paralysieren mit Donnerwelle. Hat keine Wirkung, okay. Dann werde ich erstmal seinen Angriff senken. Solange er in der Vorbereitungsphase ist. So, dann werde ich noch mal, sehr schön. Ja, ich glaube, damit hätte ich ihn auch besiegt im Prinzip, weil ich tue ihm jetzt so viel den Angriff abziehen, bis er so gut wie nichts mehr hat. Und das ist auch schön, dann mache ich das gleich nochmal. Ja. Ich denke mal, ich mache jetzt Heuler, bis ich es nicht mehr machen kann. Okay, sehr schön. Dann kann ich jetzt das Pokémon wechseln und Nidoran einsetzen. Go Nidoran, zeig dein Tackle. Na fuck, warum mache ich auch Tackle? Ich bin so dumm. Ja, Tackle wird jetzt so gut wie gar nichts nützen, richtig. Machen wir Hornattacke. So, komm jetzt. Hoffentlich zieht es ein bisschen mehr ab. Ja, ein bisschen mehr. Machen wir mal Giftstachel. Vielleicht wird er vergiftet. Jupp, sehr schön. Dann zieht er sich selber sogar noch mehr ab, als ich ihm... Ach komm, Hyperheiler, leck mich doch am Arsch. Ja, ich glaube, wenn ich so weitermache... Oh Gott. Kreideschrei. Ja, das ist Verteidigung, fuck. Oh man. Ey, das wäre jetzt richtig bitter, wenn ich jetzt hier noch versagen würde. Komm jetzt. Junge, tu meine Verteidigung nicht senken, bitte, okay? Alter, Leute. Yep, sehr schön. Alter, wie viele Hyperheiler hat der denn noch? Bitte. Och, Leute, jetzt macht der auch noch einen Volltreffer. Komm jetzt. Ja, sehr schön. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Nein. Ach, bitte, 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 komm jetzt. Giftstachel. Ja, komm jetzt. Kein Hyperheiler setzen. Na, Junge, wie viel Hyperheiler... Ja, Alter, der hat jetzt schon 3 Hyperheiler gesetzt. Ja, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich, Schlampe. Jetzt habe ich dich am Arsch. Fertig, oh Gott. Oh, Leute. Ich glaube, so lange hat mein erster Kampf in der Arena noch nie gedauert. Oh, so, sehr schön. Leute, wir haben den Felsorden und der Part ist sogar 19 Minuten lang geworden. Das ist natürlich ein bisschen überzogen, aber wenn ein Arena-Kampf ist, lasse ich da gerne mal eine Ausnahme und beende jetzt auch mal diese Aufnahme. Nehme hier noch seine TM mit. Ich weiß gar nicht, was er mir gibt. Ich glaube, Geduld. Ich weiß nicht, was er mir gibt. Ich meine, es wäre Geduld. Ja, Geduld. Ja, so. Ja, ich glaube, das reicht. So, komm, leck mich am Arsch. Gut, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Könnt ihr mal unter die in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, so Retro-Pokémon. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, macht's gut. Servus.